Herzlich willkommen zu Bibelwoche rangezoomt. Diesmal zur Urgeschichte und mit Bildern von Friederike Kirchner. Unter dem Titel, und das ist erst der Anfang, tauchen wir in diesem Jahr in einige der bekanntesten Erzählungen der Weltgeschichte ein. In biblische Geschichten, in denen es um die ganz großen Themen geht. Liebe und Hass, Schuld und Vergebung, Verzweiflung und Neuanfang. Und heute geht es um Leben und Tod. Der eine Rauch steigt zum Himmel auf, der andere verweht im Wind. Abel richtet seinen Blick auf Gott. Kain sieht nur Abels scheinbaren Erfolg und wird so sehr von Missgunst erfüllt, dass das Dunkel aus ihm selbst herausströmt. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang von Mord und Totschlag. Gott wird Kain später fragen, warum wendest du dein Antlitz ab? Manchmal werden unsere Grenzen davon bestimmt, in welche Richtung wir schauen. Und wohin schaut Gott? Man sieht Gott nur noch ganz undeutlich hinter den Rauchschwaden. Gottes Gegenwart ist verhangen und verborgen hinter den menschlichen Bemühungen um Anerkennung und Erfolg. Schaut Gott deshalb weder auf Kain noch auf Abel, weil beide den Umweg über ein Opfer nehmen, statt Gott direkt anzusprechen? Auch miteinander kommunizieren die beiden nicht. Abel schaut nach oben, Kain schaut in unsere Richtung. Kain scheint uns zu fragen, und du? Für wen bist du? Ergreifst du auch Abels Partei? Geschwisterrivalität. Wir streiten uns am heftigsten mit denen, die uns am ähnlichsten sind. Das scheint ein zeitloses Phänomen zu sein und auch kulturübergreifend. Die Liebe und die Konkurrenz unter Geschwistern haben eine Macht, der man sich kaum entziehen und die man kaum meistern kann. Wie eine Wand steht in der Rauchwolke die Konkurrenz zwischen ihnen, trennt sie voneinander und auch von Gott. Alle drei sind einsam auf diesem Bild. Alle drei sind stumm. Hätte es geholfen, wenn sie geredet hätten? Reden hilft nicht immer, aber ohne Reden geht alles den Bach runter. Auch wenn im Bild alle drei stumm sind, in der Bibel wird erzählt, dass Gott Kain anspricht. Gott fragt, warum überläuft es dich heiß? Vor allem in Kain brodeln die Gefühle. Dunkelrot sind seine Gedanken. Rot wie Blut, rot wie die Liebe, rot wie der Zorn. Ja, warum überläuft es ihn heiß? Ist doch klar, aus Eifersucht. Und dann fragt Gott auch noch nach dem geliebten, verhassten Bruder und Rivalen. Wo ist Abel, dein Bruder? Kain antwortet mit diesem kantigen Satz, der Weltgeschichte geschrieben hat. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Ja, natürlich sollte er. Wäre er es gewesen, wäre er jetzt nicht so ausweglos einsam. Darum fragt Gott weiter, was hast du getan? Vier Fragen. Knapper und treffender kann man den Konflikt nicht schildern. Und auch die Einsamkeit nicht, in der sich Kain befindet, in die er sich selbst hineinmanövriert hat, in der er jetzt überleben muss. Denn trotz der ganzen Tragödie, Kain ist hier der Lebendige. Kain ist der, der am Leben bleibt und der, der mit dem Leben ringt. Kain ist der, der uns mit ins Bild hineinzieht, der stumm einen Dialog mit uns sucht, um Verständnis bittet, nach einem Ausweg fragt. Wie lebt man weiter nach solchen Katastrophen? Mit dem Wissen, was man getan hat, zu was man fähig ist, mit der Schuld, mit dem Verlust. Kommt man wieder auf die Beine? Die Kraft, die in Kain brodelt, diese leidenschaftlich lebendige Kraft, kann Kain die für das Leben einsetzen? Wird er jemals wieder Gott und sich selbst in die Augen blicken können? Die Bibel erzählt, dass Gott ihm einen Segen mit auf den Weg gibt. Ob Kain den annehmen kann?